301. Rein da. Die Haare schneiden. Ja, weiß ja nicht. Wir gucken mal. Hallo. Da sind Sie ja wieder. Schön, Sie wiederzusehen, Frau Martin. Das nächste Mal lieber in einem anderen Kontext. Ja, das würde mich auch freuen. Wie cute. Das ist so wholesome Arztgespräche irgendwie. Ich weiß nicht. Wie geht es Ihnen? Nicht besonders. Ich fühle mich etwas aufgekratzt. Habe das Gefühl, dass ich manchmal keine Luft bekomme. Ich habe starke Bauchschmerzen. Haben Sie Sodbrennen? Ich habe immer Sodbrennen. Seit Jahren schon. Ja, mit einem Magengeschwür ist nicht zu spaßen. Stimmt, das war die mit dem Magengeschwür. Ich wollte es auch gerade sagen. Ich hatte die letzten Monate viel Stress. Ich habe mich oft mit meiner Tochter gestritten. Und mein Job macht mir ganz schön zu schaffen. Das tut mir sehr leid, Frau Martin. Denken Sie, dass das Geschwür vom Stress kommt? Nein, das denke ich nicht. Tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, nur von Stress ein Magengeschwür zu entwickeln. Auch wenn Stress dem Magen nicht gut tut und man Sodbrennen davon bekommen kann. Können Sie was dagegen tun? Sie sind zum Glück früh genug hergekommen. Das ist gut. Die Tests von letzter Nacht zeigen, dass Sie einen bakteriellen Erreger im Magen haben. Der ist vermutlich für das Geschwür verantwortlich. Ich werde Ihnen erstmal eine Medikation verordnen. Alles, was hilft. Gut, dann wollen wir mal sehen. Medikation. Verschreibe die richtige Medikation. Versuche mit so wenig Medikamenten wie möglich alle Werte ins Optimum zu bringen. Ein Medikament beeinflusst immer zwei verschiedene Werte. Unterzeichne das Rezept, wenn du mit der Einstellung zufrieden bist. Ey, voll, ich wollte es auch gerade sagen. Kennt ihr das? So, diesen Witz, dass eine Person Tabletten nehmen muss wegen der Nebenwirkung von einer anderen Tablette? Das ist leider kein Witz. Das ist leider voll Realität. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass sie das mit eingebaut haben. Ich muss überall drüber sein. Das heißt, rot und grün fehlen. Der Balken, der nicht so fest ist, zeigt an, wo ich es dazu machen kann. Ja, aber da brauche ich rot und grün. Ja, jetzt habe ich es doch, oder? Behandlung abgeschlossen. Ein C? Ich fand das ziemlich gut. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Vielleicht müssen die doch nicht. Vielleicht müssen die über die schwarzen Striche? Dann würde ich es verstehen. Ah, jetzt bin ich einfach nur verwirrt. Stimmt, das gibt's echt. Ja, leider. Du musst die Linien treffen. Hab ich doch alle. Warum habe ich nur ein C bekommen? Ach so, du warst drüber bei zwei Balken. Ach, ich muss alle. Oh. Ja, das macht mehr Sinn, Leute. Danke. Das ergibt Sinn, ja. Weil alle Werte ja in den Bereich sollen, wo man es als Arzt gern hätte. Ich verstehe. Erstmal nochmal was trinken. Meine 2-Liter Flasche ist fast leer. Bisschen brauchen wir noch. So, das sollte schnell für Besserung sorgen. Vor dem Mittagessen, ich fand es auch ein bisschen zu einfach, wenn ich ehrlich bin, dass nur zweimal eine Tablette reichen soll. Also ja, ich verstehe es. Dr. Mimi verschreibt dir random dein Zeug. Ja, darin bin ich gut, würde ich sagen. Wie bei Blutverdünner, zu wenig ist schlecht, zu viel noch viel mehr. Das ist schon allerdings, ja. Das macht wirklich viel Sinn. Dann hoffe ich, ich kriege nochmal die Chance, jemanden zu medikamentieren. Medikamentösen? Jemand mein Medikament zu verabreichen. So. Ausgetrickst. Vor dem Mittagessen wird noch jemand kommen und Ihnen die Medikamente geben. Versuchen Sie bis dahin etwas zu schlafen. Ja, ich sollte bald die Augen zumachen. Ich lag vor Schmerzen die ganze Nacht wach. Gute Besserung, wir sehen uns später. Danke und gute Nacht. Erledigt, würde ich sagen. Warum ist da oben kein Haken oder so? Das ist sehr unbefriedigend. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt Schönes falsch machen können. Bei der lieben Larissa. Viele, viele bunte Smarties. Ja, true.
Hey Doc, wie heißen Sie? Hey Larissa, ich bin Finley. Warum sagst du deinen Nachnamen nicht? Hat er überhaupt einen Nachnamen? Ich weiß gar nicht. Sehr interessant. Ich werde dich in den kommenden Tagen untersuchen, okay? Alles halb so wild. Okay, wie Sie meinen, Doktor. Ich würde mir gerne mal deine Lunge anhören. Heißt das, Sie wollen dieses kalten Dings auf meine Brust drücken? Ja, genau das. Aber so kalt ist es gar nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, es ist tatsächlich meistens etwas kalt, aber nur für einen kurzen Moment. Dann, das wird gehen, oder? Finley, voll professionell. Hi, ich bin Finley. Na? Aber ja, ich muss nochmal kurz Nase putzen, bin gleich wieder da. So. Ja, okay. Wollen wir loslegen? Ja, los geht's. Abhören. Das Herz springt und die Lunge rasselt. Drücke im richtigen Moment die angezeigten Tasten. Halte L, wenn eine Taste auf der oberen oder unteren Linie auftaucht. Aha, das habe ich noch nicht verstanden. Aber wir schauen mal. I'm so sorry. Ey, die ganze Zeit ging's. Und jetzt baue ich aber ab hier. Eine Krankenhausgeschichte. Er hatte eine OP in den Nebenhöhlen. Davor muss man ja nüchtern sein. Danach gab es zwar früh Abendessen, aber echt wenig. Hatte einen Bärenhunger und habe mir einen Döner geholt. Die Narkose und alles habe ich körperlich echt gut weggesteckt. Manchmal geht's ja richtig schlecht danach. Ey, das ist voll cool. Das klingt aber, als hättest du das Beste aus dem Tag gemacht. Ich meine, ein Döner ist immer... Muah. Also, freut mich. So, jetzt gucken wir mal, was das Spiel hier von mir will. Was wollt ihr von mir? Oh. Ach, da habe ich jetzt nicht gedrückt halten. Ah, Mimi versteht. Ups. Und in dem Moment macht es falsch. Man kennt's. Okay, Behandlung abgeschlossen. Das war ein B. Ja, das war ein solides B, würde ich sagen. Ja. Verstehe. Das war echt nur kurz kalt. Was haben Sie gehört, Doc? Alles halb so wild, Larissa. Aber man hat ein leises Rasseln gehört. Ein Rasseln? So wie das Instrument? Ja, so in der Art. Das habe ich mal im Schulorchester gespielt. Aber verschluckt habe ich sie nicht, versprochen. Das Rasseln kommt auch eher von dir selbst. Ist es schlimm? Nein, mach dir keine Sorgen. Kennst du die Krankheit Asthma? Wir kriegen das schon in den Griff. Kennst du die Krankheit Asthma? Ja, habe ich schon mal von gehört. Das klingt schlimm. Kann man davon sterben? Glauben Sie, dass ich Asthma habe? Muss ich jetzt sterben? Nein, mach dir keine Sorgen. Es könnte Asthma sein, aber wir machen noch ein paar Tests. Und wenn es Asthma ist, dann musst du keine Angst davor haben. Versprochen? Versprochen. Oh, okay. Versuche es dir hier so gemütlich wie möglich zu machen. Ich schaue morgen nochmal nach dir, okay? Geht klar. Das ist schon echt cute. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich viel über Asthma weiß, aber meine Mama hat auf jeden Fall Asthma, das weiß ich. Das ist nicht so cool. So, Haare schneiden. Guten Morgen, Frau Helmig. Sie haben gerade eine Schilddrüsen-OP hinter sich, korrekt? Wie waren wir bei der heute schon? Ich glaube nicht, oder? Wie geht es Ihnen denn heute? Ich habe viel Durst. Reden und schlucken ist schwer. Verständlich, dann schonen Sie sich bitte. Das Trinken kann etwas beschwerlich sein nach einer Operation, aber sobald die Wunde etwas verheilt ist und die Schwellungen abgeklungen sind, geht das wieder. Sie kommen schnell wieder auf die Beine. Das wäre schön. Ich würde ungern die letzten schönen Tage des Jahres hier drin verbringen. Das werden sie auch nicht. Ich mache ihnen die Verbände neu und schaue kurz auf ihre Naht. Ach, das ist die Schere. Ich verstehe. Ach, das hatten wir ja schon mal. Ich verstehe, ja. Wie soll ich jetzt B drücken?
Also der will ja manchmal Tasten von mir, das geht ja gar nicht. Also, oh, ich habe einen Ärger gekriegt. Es geht anscheinend doch. ja, ne? Alles gut soweit. Sieht alles sauber aus. Versuchen Sie möglichst wenig zu reden und viel zu trinken. Okay. Schön. Sind wir fertig für heute? Maybe? Schön, dass wir immer nur was vom zweiten Patienten wollen. Dass du die Finger verknoten musst. Ja, genau, ist wirklich so. Erstes A, nice. Ja, ich freue mich auch. Alles erledigt, Dr. Krakowski. Gut, gut, wie lief es? Ganz gut, denke ich. Ich habe erst ein C, dann ein B und dann ein A bekommen. Also ich kann wirklich behaupten, dass ich aus meinen Fehlern gelernt habe. Hoffe ich. Dann lassen Sie mal sehen. Sieht ihr jetzt meine Noten? Insgesamt ein B. Ja, macht Sinn. Ist okay, kann mitleben. Durchschnittliche Leistung. Leider. Ich rate Ihnen, am Ball zu bleiben und sich zu verbessern. Schauen Sie zu, hören Sie zu und vor allem sammeln Sie Praxiserfahrung. Ich werde Ihren Fortschritt weiter im Auge behalten und bin bereit für eine Überraschung. Also gut, ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Dabei haben Sie die Gelegenheit, mehr Zeit zu sparen und das Krankenhaus etwas besser kennenzulernen. Klar, was kann ich tun? Bitte gehen Sie für mich ins Labor im ersten Untergeschoss. Im ersten? Achso, wir müssen in den Keller. Einfach das Treppenhaus bis ganz nach unten. Die Tür ist auf der rechten Seite. Sie können aber auch den Aufzug nehmen, wenn Sie wollen. Ich werde in diesem kompletten Spiel den Aufzug nicht benutzen. I don't know why. Ich fühle es einfach nicht. Wegen dem Anfang des Spiels. Ich habe bei Dr. Halil einen Kotproben untersuchen lassen und brauche die Ergebnisse. Schaffen Sie das, ohne sich zu verletzen, Finley? Dass sie immer noch drauf rumreiten muss, sag mal. Ist doch jetzt gut. Wir wissen alle, dass ich mich verletze auf der Arbeit. Solange nicht die Treppe unter mir einstürzt, sollte das klappen. Dann drücken wir hier alle mal die Daumen. Auf geht's. Ich brauche die Ergebnisse heute noch. Labor erstes Untergeschock. Dr. Halil, verstanden. Muss ich mir das jetzt merken? Weiß ich nicht. Also eigentlich möchte ich mir nur Dr. Halil merken, weil dass ich da ins Untergeschoss in diese Tür muss, weiß ich. Erstes Untergeschoss? Muss ich mir auch merken. Geht aber eigentlich. Das war im ersten Moment irgendwie so, hä, was? Das sieht sehr nach, ich will da auf gar keinen Fall rein. Verschlossen. Hallo? Sehen Sie die rote Lampe über der Tür? Die was? Ja, ich sehe. Gut, gut, ausgezeichnet, sehr wohl. Also, ich bin hier um... Sie sehen doch die rote Lampe, so war mir. Ja, ich sehe die rote Lampe. Eine rote Lampe heißt in der Regel so viel wie schwer beschäftigt. Verboten, negativ, kein Zugang oder einfach nein. Aber ich brauche dringend die Blutwerte für Dr. Krakowski. Dr. Krakowski? Wie? So, so. Ich sehe eine veränderte Schlange. Veränderte Sachlage. Wollen Sie mal einen Zaubertrick sehen? Ich bin mir nicht sicher. Doch, doch, sicher wollen Sie. Passen Sie auf. Tada! Wunderbar, nicht? Und ich bin noch nicht mal aufgestanden. Jetzt darf ich rein? Na, was denken Sie denn? Sie sehen doch dein grünes Licht, nicht wahr? Ja, true. True. Okay. Atmosphäre sehr laborig. Hab dem eigentlich eine ganz coole Stimme gegeben. So, da bin ich. Huch, was machen Sie denn hier? Ich war draußen an der Tür. Ich habe doch gerade mit Ihnen geredet. Faszinierend. Und? Und was? Das Licht, war es grün? Ja, es war grün. Exzellent. Was ist mit dem los? Ich bin sehr verwirrt. Hören Sie, ich brauche die Blutwerte, die Dr. Krakowski bei Ihnen angefragt hat. Ah, in der Tat, in der Tat. Es steht zwar da, aber ich hätte auch so... in der Tat doppelt gesagt. Der einfach so wirkt. Er hat es richtig gut gemacht. Wieso verschwenden wir denn hier unsere Zeit mit diesem Plausch? Folgen Sie mir. Ich denke, ich habe Ihre Werte hier irgendwo. Das ist sehr vertrauenserweckend. Ja, ja, die sind hier irgendwo.
So, also ja. Ich denke, hier werden die Dokumente sein, nachdem es... Ich weiß nicht, was da stand. Sie haben ihre Dokumente im Blutschrank? Ja, schließlich sind doch die dazugehörigen Proben auch dort. Ich bin ein Freund kurzer Wege, wissen Sie? Ein Tag wird deutlich effizienter, wenn man die Wege zwischen A und B entfernt. Wenn es nach mir geht, habe ich alles an einem Ort. Das spart zusätzlich unnötige Sortierarbeit. Und Sie werden von nun an den Früchten meiner Sorgfalt profitieren. Nun denn. Oh, bitte. Oh, das war so klar. Kannst du nicht vorsichtiger sein? Eieiei. Oh je, oh Schreck. Was ein Missgeschick. Mein Herz macht einen Sprung bei diesem Knall. Mein ganzes System. Ich. Lassen Sie mich nur kurz wieder ordnen schaffen. Und dann ist es nun wieder in Ordnung. Oh je. Kann ich Ihnen helfen? Wie meinen? Sie wollen mir helfen? Das ist mir aber überaus unangenehm. Ach, das passiert. Lassen Sie mal sehen. Moment mal. Was sollen denn die bunten Deckel auf den Proben? Das, mein Lieber, das ist mein Sortierungssystem. Das sieht ja kompliziert aus. Ganz im Gegenteil, es ist kinderleicht. Jede Probe hat einen Sticker auf dem Deckel. Dieser besteht aus 4 verschiedenen Farben. Durch den Sturz sind ein paar der Proben herausgefallen. Andere haben sich an ihren Platz gedreht, sodass die Ausrichtung nicht mehr stimmt. Sie müssen die Proben so drehen, dass alle gleichen Farben zueinander zeigen. 4 richtig gedrehte Proben ergeben ein einfarbiges Quadrat. Wenn alle Proben richtig gedreht sind, wissen Sie, wo die herausgefallenen Proben hingehören. Ganz einfach. Okay, I guess. Sie sind sehr pfiffig. Dann wollen wir mal. Ein Minigame. So ein Unglück. Die Proben sind durcheinander geraten, aber kein Problem. Drehe die Flaschen mit L und L, B und RB. Eine Flasche begiert wie begehren. Ah. Dankeschön. Ich habe zu schnell weitergedrückt, aber das macht Sinn, ja. Ich glaube, ich habe es nämlich auch nicht verstanden, deswegen habe ich es mir nicht merken können in der kurzen Zeit. Wieder was gelernt. Eine Flasche ist richtig gedreht, wenn sich alle 4 Ecken mit gleichfarbigen Ecken von benachbarten Flaschen berühren. Ich habe das Gefühl, dass die Aufgabe relativ simpel ist, aber sehr kompliziert erklärt wird. Herausgefallene Flaschen kannst du mit A und B bewegen. Oh mein Gott. Ach du Heilige. Aha. Aha. Das ist schon mal gut. Das auch, I guess. Okay. Es ist verwirrend. Ich bin ein bisschen am Struggeln, aber es geht. Aha, aha, aha. Wow! Ich hab's geschafft! Hat was von Rubik's Cube in 2D. Ja, das stimmt allerdings. We did it! Das hat Spaß gemacht. Ich will noch mehr. Gib mir noch mehr. Wir haben nochmal was von seiner Katze oder so. I don't know. Yay. Yes, yes. Sehen Sie fantastisch, oder? Mein System ist unfehlbar. Ich bedanke mich für Ihre Mühen. Ich finde, es war jetzt gar nicht so unfehlbar. Ich hätte diese 4 bestimmt auch in andere Sterne reinmachen können. Es hätte trotzdem gepasst, oder? Oder hatte ich jetzt echt Glück, dass ich die richtigen Stellen genommen habe? Ich bin verwirrt. Ich bedanke mich für Ihre Mühen. Ich mache mich dann mal wieder an meine Arbeit. Hallo, gib mir die Werte. Dr. Halil, was liegt dir denn noch auf dem Herzen, mein Wärter? Die Werte für Dr. Kokowski. Ach, richtig, richtig, Dr. Kokowski. Warum sagen Sie das nicht gleich? Wissen Sie, ich helfe immer gerne, aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden.
Ja, bitte sehr. Mit meinem fehlerfreien System habe ich immer alles zur Hand. Haben Sie viel Freude damit. Und vergessen Sie bitte nicht, die Tür hinter sich zu schließen. Ich muss mich konzentrieren, wissen Sie? Der ist ein typischer Maulwurf. So stelle ich mir Maulwurf vor. Ich muss mich in Finley reinfinden. Ist hier noch irgendwas? Tatsächlich? Das Archiv des Krankenhauses. Ach so, niemand weiß, welche Schätze sich darin verbergen. Dem Geruch nach zuurteilen sind es Schätze aus altem, modrigem Papier und 40 Jahre alter Zigarettenrauch. Scheinbar. Vandale! Haus vom Nikolaus. Oh mein Gott, der Boden ist so glatt, dass wir uns darin spiegeln. Das ist ein bisschen gruselig. Das auch mal auch so, ich weiß nicht. Eher typischer Professor, etwas zerstreut. Ja, genau. Das war Maulwurf und Professor sehr gut in Einklang gebracht, würde ich sagen. Aber ja, als ein typischer Professor, der nur das eine im Kopf hat, so quasi seine Arbeit. So, Dr. Kokoski, hoffentlich ist das die richtige Probe. Ich weiß ja nicht, der hat ja so oft gesagt, dass es ein unfehlbares System ist, dass ich mir vorstellen kann, dass da jetzt ein Fehler passiert ist. Hier sind Ihre Blutwerte, Dr. Kokoski. Warum hat das so lange gedauert? Ist der Bus zum Labor ausgefallen? Nein, ich musste Dr. Halil bei der Sortierung seiner Proben helfen. Sie mussten ihm also beim Sortieren helfen. Ja, ich... Sehen Sie Dr. Halil hier im Dritten, wie er hier die Leute versorgt? Nein, das tun Sie nicht, weil es nicht sein Job ist. Das St. Ursula ist wie ein Uhrwerk. Fällt ein Zahnrad aus, gerät alles in Stock. Machen Sie Feierabend, ruhen Sie sich aus. Vielleicht sind Sie ja morgen etwas fitter. Wir sehen uns morgen früh, pünktlich, zur Schichtbeginn. Und versuchen Sie, sich bei der Behandlung noch ein bisschen mehr zu konzentrieren. Ja, ist mit dem Konzentration so eine Sache. Verstanden. Schönen Feierabend, Dr. Kokoski. Na dann. Maut jetzt sicher, dass es zu lange gebraucht hat. Das hast du sehr gut eingeschätzt. 1A. Na dann wollen wir mal nach Hause. Ich hatte nicht dieser Hetterich gesagt, er ist hier noch? Er ist hier? Ich habe in irgendwas gespielt. Warum geht's hier weiter? Da geht's auch raus? Das ist sehr verwirrend. Hier ist das Büro des Hausmeisters. Ob er noch da ist? Hallo? Herr Glendower, sind Sie da? Verzieh dich! Ich habe Feierabend, verdammt! Oh. Okay. Ich spiele mit einem Ball aus Papier. Kann ich den in den Müll werfen? Das wäre irgendwie nett. Aber naja. Irgendwie habe ich keinen Hunger mehr. Ach, das ist die Kantine. Ich will lieber so schnell es geht ins Bett. Ja, es ist auch schon sehr dunkel. Dann fliegen wir. Wir eilen. Ui, ui. Ich will wissen, ob ich bei mir zu Hause ankomme, wenn ich weiter rechts laufe. Oh, hi. Da ist ja unser Spezialist. Wie lief's heute, Spezi? War nicht leicht. Und bei euch? Wie es bei uns war, will er wissen. Ja, neugierig. Bei uns war es wie immer. Wir sind ein paar Mal rausgefahren. Hier ein Autounfall, da eine Schnittwunde, solche Sachen. Solche Sachen. Was habt ihr denn, wann habt ihr denn Feierabend? Wir sind schon längst im Feierabend. Aber wir hängen hier noch ein bisschen rum. Genau, einfach so eben. Ach, verstehe. Ich glaube nicht, dass du es verstehst. Das ist nicht so simpel, wie du denkst. Kann ich vielleicht mitmachen? Nein. Nope. Okay, schade. Vielleicht ja beim nächsten Mal. Vielleicht. Schönen Feierabend. Viel Spaß beim Rumhängen.
Das sind schwierige. Warum darf ich hier nicht lang? Sind recht schwierige Gesellen, würde ich sagen. Okay, dann laufe ich halt nicht da lang. Oh, wait a moment. Wir sind irgendwie im Hintereingang? Oh. Ja, das macht mehr Sinn. Ich dachte, wir sind halt wieder am Haupteingang. Und das fand ich irgendwie verwirrend. Was für ein lustiges Detail. Ja, sprechen wir aber doch mal mit der Ingrid. So, wieder ein Tag geschafft. Hast du dich wieder gut eingearbeitet? Du warst zwar nur ein paar Tage krankgeschrieben, aber manchmal verlernt man schnell Dinge. Ich weiß nicht, es lief nicht so gut heute. Sollen wir Dr. Kokowski? Ich glaube, sie mag mich nicht. Das hat mit Mögen nichts zu tun, mein Lieber. Dr. Kokowski verzeiht keine Fehler. Man geht bei ihr durch eine harte Schule. Also streng dich an, Kleiner. Dann wird sie dir auch was beibringen. Das mache ich. Schönen Feierabend, Ingrid. Dir auch. Bis morgen. Süß. Gut, wir sind magisch wieder umgezogen. Ich find's ein bisschen lustig, aber ich erschreck mich jedes Mal. Ah, jetzt sind wir im Haupteingang. Ja. Das macht wirklich sehr viel mehr Sinn. Aber jetzt kann ich nach rechts. Am Parkplatz vorbei. Sind immer noch so viele Autos wie vorher? Ja. Es ist nur jetzt alles dunkel. Ah. Da kann ich gar nicht lang. Das ist gut zu wissen. Aber vielleicht geht es nur tagsüber nicht. Fragen über Fragen. Ja, ja, wir schlendern hier so. Ich höre eine Eule. Der ist so kaputt, der Sprengel. Sollte man irgendwann reparieren. Hat irgendwie was Meditatives, hier lang zu laufen. Das ist interessant. Ich kann nicht weiterlaufen, indem ich dann einfach weiter rechts und ich muss wieder rechts drücken, quasi. Wer bist du? Dieser Abend, ist er nicht schön? Die warme Luft, die noch ein wenig Sommer in sich trägt. Die goldene Herbstsonne, die sich langsam schlafen legt. Ach. Okay. Kleiner Poet. Ist mir gerade random eingefallen. In so einer Welt, bevölkert von Tiermenschen oder halt Menschen mit Merkmalen von Tieren, wie dein Model als Catgirl, müsste das Medizinstudium echt anspruchsvoll sein. Das müsste eine Kombination sein aus Tierarzt und neuer Menschenarzt. Und deine Patienten sind körperlich viel verschiedener, als wenn man nur Menschen als Patienten hat. Das stimmt allerdings. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Mindestens bei einem Patienten, ich weiß nicht, ob es bei jedem war, war links vom Bett ein Poster von einem Tier, wo man das Innenleben quasi gesehen hat. Und ich habe nicht erraten können, was für ein Tier das war. Es war auf jeden Fall keine Kuh, weil eine Kuh hat doch irgendwie 6 Mägen oder sowas, ne? Das war nicht da zu sehen. Da habe ich mich gefragt, was ist das für ein Tier? Also ja, ich würde auch sagen, dass es sehr viel anspruchsvoller ist. Aber ich denke nicht, dass sie da so sehr in die Tiefe gehen, sondern ich denke einfach. Aber du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, ja. Ja, und wo geht eigentlich ein Catgirl hin? Zu einem Arzt oder zu einem Tierarzt? Das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe das Bedürfnis, etwas Tiefgründiges zu sagen. Ich werde es mir aber lieber verkneifen. Warum, Finley? Warum? Werde poetisch. Do it. Okay, wenn man ihn nicht mehr ansprechen kann, dann haben die keine Sprechweise mehr. Da muss ich ein bisschen mal drauf achten. Der komische Wagen steht immer noch. Hier! Oh Gott! Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Oh mein Gott! Was, du immer mit der Ruhe? Ich will keinen Ärger. Ich sollte lieber gehen. Ja. Ja. Finde ich auch. Oh mein Gott. Das hat mich erschreckt. Ach, das war gar nicht hier, wo man runtergehen konnte.
Haben wir den Blumenladen gesehen? Ich glaube nicht. Der Brunnen scheint wirklich kaputt zu sein. Oder wird er vielleicht einfach abgeschaltet, wenn es auf den Winter zugeht? Ich hoffe, du verdurstest da oben nicht. Den hatte ich mir nicht angeguckt auf dem Hinweg. Aber das ist die gleiche Statue, die wir im Wasser in unserem Traum gesehen haben. Witzig. Was willst du, Pimpf? Kann ich mir hier nicht mal in Ruhe eine quarzen? Ich kenne dich doch. Du bist doch aus diesem Krankenhausbande. Du bist auch ein Kumpel von dem Wichtigtuer. Meinen Sie Karl? Ja, genau der. Der soll sich bloß von mir fernhalten. Sag ihm das. Okay. Muss ich erst noch laut werden? Erzähl dich, ich habe miese Laune. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, sagt's heißt es. Ich höre ein paar Stimmen aus dem Gilbert. Giuliano ist bestimmt schon schwer beschäftigt und schenkt Getränke aus. Aber ich bin zu platt. Morgen vielleicht. Heute brauche ich Schlaf. Kennst du den Anime Monster Girl Doktor? Da geht's um einen Frauenarzt in so einer Fantasy-Welt mit Halbmenschen, spezialisiert auf diese. Der muss echt was auf dem Kasten haben, um seine Patientin behandeln zu können. Und der ist so nett, dass einige mit dem dann flirten. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ach, das ist ein solcher Anime, ich verstehe. Ja, okay, aber Idee ist nett, habe ich aber tatsächlich nichts von gehört. Aber ja, der muss ein bisschen breiteres Wissen haben. Da muss ich dir recht geben, ja. Endlich Feierabend, wie? Ja, endlich. Sie sind auch noch hier. Noch? Ich bitte Sie. Ich bin wieder hier. Hat er einen ereignisreichen Tag. Und gehen Sie jetzt das Tanzband schwingen? Nein, heute nicht. Ich bin zu platt. Was höre ich da? Sie können nicht mehr? Sie sollten die Chance ergreifen. Glauben Sie mir, früher war ich ein flotter Besen. Ein richtiger Backfisch. Ich lege immer noch eine flotte Sohle aufs Parkett. Wenn ich und die Platte richtig aufgelegt sind. Was? Was ist das für ein Satz? Dann wackeln die Giebel, das können sie mir aber glauben. Also das mit dem Aufgelegtsein, meine ich. Mit meinen eigenen Händen habe ich noch die Bürgersteige hochgeklappt. Ja. Das traue ich ihnen wirklich zu. Aber heute muss ich passen. Frühstich, sie verstehen. Ja, ja. Aber ich sage ihnen, hätte ich so viel geschlafen, wäre ich heute älter. Interessante Aussage. Können wir morgen endlich mit dem Bus fahren? Der Weg ist schon... Ist schon weit. In den Flyern, die ich beim Einzug bekommen habe, steht, dass Leute wegen der guten Luft nach Porcupine kommen. Dass man Körper und Geist neue Energie verleihen kann. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber scheinbar ist Porcupine und gerade der Perlnebelwald ein beliebter Reiseort. Besonders für Leute mit Asthma oder Burnout. Ich bin zum Glück bisher von beidem verschont geblieben. Das ist schön. Das ist schön, Finley. Das ist doof. Erstmal auch. Gar keine Frage. Ist der Maulwurf immer noch? War so ein Biber, Entschuldigung. Ein Biber. Gebrüder Biberich. Ach, das ist sein Bruder. Ich verstehe. Sie sind ja immer noch hier. Was meinst du? Ich habe gerade erst meine Schicht angefangen. Haben um die Nachtwache gespielt und ich habe verloren. Ich habe verloren. Und so beginnt meine Wache. Dann ist das aber der auf dem Schild. Kann ich dich nicht drauf ansprechen? Boah, ey. Gebrüder Biberich. Ist nicht gut. Ist übrigens deutscher Entwickler. Deutsches Entwicklerteam hinter dem Spiel. Finde ich voll cool. Komm nicht so oft vor. Das war ein sehr ereignisreicher Tag. Ist das meine Haustür? Ich glaube, das ist meine Haustür. Ich kann es kaum erwarten, ins Bett zu kommen. Ab ins Bett, ich will morgen fit sein. Ich will noch ein bisschen Luft schnappen. Schnappen wir noch ein bisschen Luft. Gucken wir mal, was da drüben ist. Ich meine, wenn es die Option gibt. Ach stimmt, wir sind den Weg heute früh gar nicht zu Ende gegangen. Da hat sich das Spiel entschieden, wieder hängen zu bleiben. Oh, wo geht's denn hier hin? Aha, aha. Okay, jetzt geht's wieder.
Hier liegt eine Notiz auf dem Stuhl. Bin schon weg, Akku war leer. Bin morgen wieder da. Bis dahin immer schön weiteratmen, okay? Gruß F. Ja, okay, ich atme bis morgen weiter. Sehr schön. Ah, das hätte ich jetzt aber am ersten Tag sehr gern gesehen, wer da sitzt. Aber okay, wir finden es wahrscheinlich schon früh genug raus. Können wir hier hoch? Ja, wir können hier hoch. Irgendwie schön, wie die Züge in der Ferne fahren. Ich bekomme immer selbst Fernweh, wenn ich einen Zug sehe. Ja, verständlich. Aha. Da ist ein Tudel. Interessant. Das Lustigste an dem Anime ist, dass seine Krankenschwester eine Lamia ist, halb Frau, halb Schlange, die auch auf den Arzt steht. Und immer wenn sie sauer auf ihn ist oder eifersüchtig, wickelt sie den Arm mit ihrem Schlangenkörper ein und quetscht den so. Okay, ich glaube, ich habe von dem Anime schon was gehört. Ich zumindest mal Bilder gesehen. Das sagt mir irgendwas. Aber geguckt habe ich ihn auf keinen Fall. Aber kann ich mir lustig vorstellen mit dem Setting. Ab ins Bett. Gute Nacht, Welt. Ich bin voll gespannt, wie groß das Spiel hier ist. Ich habe null Vorstellung, wie viele Tage das hier geht. Oder... Guten Morgen. Ich bin fit, ich hab Bock. Ich kann alles schaffen, mir gehört die Welt. Okay. So, was würde ich jetzt sagen, wenn ich ein Typ wäre, der sich morgens im Spiegel selbst anfeuert? Zum Glück bin ich nicht so ein Typ. Und zum Glück habe ich keinen Spiegel. Das wäre für alle Beteiligten unangenehm. Ey! Aber hiermit bin ich heute mal pünktlich aus dem Bett gekommen. Das ist in meinen Augen schon ein großer Erfolg. Und das fiese Pflaster bin ich auch los. Nach fast 7 Jahren Medizinstudium habe ich endlich gelernt, ein Pflaster zu entfernen, ohne dass es wehtut. Wow. Gleich habe ich es ja noch drauf. Okay, kann er eigentlich speichern? Also der hat ja eben gespeichert, I guess. Ich würde mich tatsächlich für heute erstmal ausmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich bin total verschleimt und es wird nicht besser. Sondern eher schlimmer gerade. Aber ich bin sehr stolz, wie lange ich durchgehalten habe.